Hey yo, Fred. Hab mich schon gefragt, ob ich dich heute sehe. Wieso nicht? Soll ich etwa all meine Fans enttäuschen? Naja, Dr. Hut und Tala. Das trägt die Lehrerschaft doch bei der Verleihung immer. Bitte sehr. Danke. Aber am wichtigsten, Ihr Abschlusszeugnis. Ach, Als Jahrgangsbeste haben Sie sicher eine Rede vorbereitet, oder? Klar. So, erstmal die Brille aufgesetzt. Sehr gut. Danke. Zuerst möchte ich meinem Direktor meinen Dank aussprechen. Ja, naja, was soll ich meinem sagen? Meinem Spanischlehrer. De nada. Und meinem Englischlehrer. It was my pleasure. Aber leider muss auch einfach mal gesagt werden, dass mein Sportlehrer in seinem Fach eine absolute Niete war. Was? Das war gemein. Ich hebe Gewichte. Hier, das ist für dich. Herzliche Graduierung. Das ist 100 pro einer der lahmsten Gags aller Zeiten. Sehr gut. Ich war in drei Läden, um sowas Lahmes zu finden. Das ist so lahm, dass es wehtut. Ich weiß. Schlimmer geht's nicht. Ja. Also dann, bist du bereit für dein Geschenk? Ein Geschenk? Was? Ja, was glaubst du denn? Heute ist dein Abschluss. Ist doch wohl logisch. Mann, das wird ja immer besser. Die gehörte Mom. Ist. Also wenn du eine neuere willst, dann verstehe ich das. Nein, ich finde sie toll. Danke, danke, danke. Ich habe diesen wiederkehrenden Traum. Ich spüre die warme Sonne auf der Haut und die Geborgenheit einer Umarmung. Und ich will, dass es so bleibt. Für immer. Aber das ist unmöglich. Ich bin extrem empfindlich gegenüber Sonnenlicht. Arzttermine wurden zur Gewohnheit. Daher verbringe ich meine Tage zu Hause, hinter Spezialfenstern, schlafe tagsüber, bin nachts auf und mache bei jeder Gelegenheit Musik. Hey. Was hätte ich denn sagen sollen? Hallo, ich bin Katie Price, schon ewig in dich verliebt, beobachte dich seit 10 Jahren von meinem Fenster aus und stalke dich jede freie Minute. Mach's wie Taylor Swift. Wenn sie peinliche Erlebnisse mit Jungs hat, schreibt sie tolle Songs darüber. Was würde Katie Price heute Abend gern machen? Ich weiß nicht mal, wo ich anfangen soll. Wohin gehen wir eigentlich? Zu deinem ersten Live-Konzert. Das gehört zu den besten Dingen, die ich jemals erlebt habe. Ja, oder? I'll be a dreamer till the day I die. Kommst du? Ich hab keinen Moment Ruhe, wenn er es nicht weiß. Ich werd's ihm schon noch sagen. Don't want a never-ending life. I just wanna be alive.